Es kommt mir einfach mal keiner direkt hinter einer Tür entgegen. Das läuft doch einwandfrei. Und dann sind wir auch gleich schon... Die müssen einem das erstmal... Also wirklich... Also man sollte ungefähr wissen. Was denn? Da rein muss ich irgendwie, habe ich das Gefühl. Will er nicht? Kann er nicht? Soll ich nicht, oder was? Leute. Checko, was ist das? Was soll ich? Was? So. Also eigentlich, ja, eigentlich, ich will ja wirklich ins erste Geschoss, um diesen Vogelschlüssel noch einzusetzen. Ich möchte da wirklich gerne hin. Ich möchte da. Oh. Jetzt habe ich natürlich das Rätsel im Kopf. Ich möchte da wirklich gerne hin. Yo. Aber verstanden. Läuft alles. Also. Ja, also diese Rätsel, die sind, wie gesagt, also die sind ja recht simpel, aber diese Hin- und Herlauferei, die nervt natürlich schon auf Dauer. Yeah.
aufregend. Jo, läuft alles gut, wa? Muss ich nur noch das da hinten. Papa ist hoffentlich nicht gerade hinter mir. Okay, das wäre es jetzt noch, ey. Beim letzten Hebel, wa? Gehe ich ihm noch auf den Leim. Kann ich von hier aus drücken, aber ich traue mich nicht, das zu tun. Nachher zählt das auch als bewegen. Ja, lieber auf Nummer sicher. Okay. Also, da muss ich jetzt wohl rein. Ich weiß nur noch, wie das ein Mensch das komplette Spiel in 3 Stunden spielen kann. Es gibt Menschen, die spielen das komplette Ding in 3 Stunden. Weiß nicht. Was soll ich da einsetzen? Liegt ja auch was, kann ich das vielleicht vorher lesen? Irgendwas mit dreieckig, ne? Keine Ahnung. Okay. Thomas, my love, come to me. I'm waiting for you by the Grand Harmonium. Bei der großen Orgel. Ah, das klingt aber nach Ende, gell? Ha, nichtsdestotrotz, ich möchte ganz gerne noch, ja, wie soll ich sagen, in den ersten Stock diesen Vogelschlüssel ausprobieren. Ich möchte das wirklich. Es ist ja auch hoffentlich nicht mehr allzu schwer jetzt. Jetzt hier nochmal speichern, genau. So. Ich komme ja hier nicht raus. Nach wie vor, ich habe diesen Schlüssel für dieses für diese Tür nicht. Hier ist auch irgendjemand. Oder wollen die wieder, sind das wieder nur so random Geräusche, die dir einfach so hinschmeißen, damit du das Gefühl hast, du wärst in Gefahr. Hängt der da etwa noch am Klavier? Ah, da ist er ja. Hi. Ja, schlafen Sie mal gut weiter, ne? Alles in Ordnung. Sie wartet an der Orgel auf mich. Weib, wie stellst du es dir vor, dass ich zu der Orgel komme? Oh, ich muss da aber scheinbar hoch. Ich muss da scheinbar hin. Oder? Ja. Ich muss da schon. Also. Ausrufezeichen-Symbol, ja? Ah! Kronenschlüssel! Nicht schlecht. Nicht schlecht. Das lässt mich ja hier schon mal rauskommen. Nein! Ach so, doch. Kronenschlüssel. Es ist alles offen. Es ist alles offen. Okay. Jetzt dürfen wir mal die Nerven nicht verlieren hier. Also wir bedenken, es steht uns nichts mehr zur Verfügung, das irgendwie Geräusche macht und Gegner von uns fernhält eine Weile.
Ich werde jetzt nichtsdestotrotz mehrere Blicke immer wieder mal auf die Karte werfen, um zu gucken, ob ich mich eventuell in der Nähe eines Raumes befinde, in dem man noch einen besonderen Schlüssel verwenden kann. Oder generell, um mich zu orientieren, ne? So. Ist alles wunderschön hier. Toll, ist zu. Jemand da? Ah ja, sie, okay. Also, hier komme ich also offensichtlich direkt nicht vorbei. Das hier ist nach wie vor... Okay, also es gibt immer noch wirklich komplett verschlossene Türen hier. Die kriegt man auch nicht auf. Mit sämtlichen Schlüsseln, die man hat. Das heißt, da ist jetzt auch noch ein Fragezeichen in dem Raum unten. Das heißt, wir gehen jetzt einfach mal da lang und gucken. Jetzt will ich mein Laptop updaten. Nö, nö. Jetzt nicht. Jetzt machen wir das nicht. Also, dann gehen wir jetzt doch da vorne wieder rechts rein. Da war was mit Fragezeichen. Wo kommen denn jetzt wieder Fragezeichen her, sage mal? Habe ich jetzt gerade was übersehen, oder? Ah, warte mal. Was zur? Ja, das sind ja immer noch die Locations von den Zylindern. Die habe ich ja jetzt alle. Das dürfte ja jetzt nicht mehr das Problem sein. Was ich allerdings jetzt noch brauche, ist irgendwie ein Weg. ich muss hier wegkommen. Ja. Und wieder höre ich so ein Püppchen. Ach. Habe ich das vorher nicht gefunden, weil ich noch nie hier war, ne? Okay. Ja, in dem Raum war ich ja nur gerade. Dahinter. Moment mal. Wo bin ich denn hier? Na ja, gut. Sei es drum. Also es gibt auf alle Fälle dann noch die Möglichkeit, diese Puppe zu holen. Wie gesagt, ich wiederhole mich da. Ich habe mindestens schon ein oder zwei von diesen Puppen liegen lassen, weil ich schlicht und ergreifend nicht rangekommen bin. Es kann jetzt natürlich sein, dass die jetzt, nachdem man jetzt hier alles gefunden hat, optional jetzt noch theoretisch machbar sind. Wenn man jetzt nicht Bock hat, das Spiel gleich zu beenden. Ne? Ich sag jetzt einfach mal, ich würde auf alle Fälle, also mich würde auf jeden Fall interessieren, was im ersten Stock, wie gesagt, noch hinter der Vogelschlüsseltür ist. Und wenn ich dann feststelle, okay, das ist was Unwichtiges, mehr oder weniger, dann muss man das ja nicht, dann muss man das ja nicht weiterverfolgen. Diese Türen da. Ja, also an sich, sage ich jetzt mal, sind es ja aktuell jetzt wirklich bloß noch die vier Zylinder an der Orgel anzubringen und dann müsste das Spiel ja rein theoretisch zu Ende sein. Wenn ich mich jetzt aber schon 17,5 Stunden hier gefühlt mit dem Spiel beschäftigt habe, dann bin ich der Meinung, kommt es jetzt auf eine halbe auch nicht mehr an. Wenn es dann nur eine halbe wird. In der ich mich dann so ein kleines bisschen der anderen Geheimnisse noch widme, ja, wenn ich mich hier schon durchgequält habe, wie ein... Ich weiß nicht, wie man das nennt, ja. Also, wir haben jetzt ja folgende Möglichkeiten, wie gesagt, da ist jetzt wieder noch ein Fragezeichen-Symbol, das ist, das müsste ja gerade oben die Orgel sein, ne? Oder nicht? Das müsste gerade... Moment, das ist der Brunnen hier, da drüben. Ja, ja, genau, das Treppe rauf, das ist die Orgel. Und da unten gibt es auch noch... Nee, das sind nur die Lüftungsschächte. Aber die sind ja auch nicht schlecht. Die sind ja auch nicht ganz unwichtig.
Ja. Also interessieren würde es mich schon. Und ich denke, den ein oder anderen Zuschauer, der jetzt nicht da ist, aber der vielleicht irgendwann die Videos anschaut, den könnte es interessieren, was hinter diesen anderen Türen sich noch so verbirgt. Und das möchte ich ihm natürlich nicht vorenthalten. So. Also, genau. Zu jener Tür raus. Also, auf jeden Fall auch wieder hier Schritte, die nicht die meinen sind. Es böte sich vielleicht sogar an hier, ja, eigentlich fast nicht, ne? Also hier geht es jetzt wirklich nur um den einen, das ist jetzt der Vogelschlüssel da oben. Da soll der Kamerad jetzt einfach mal weiterlaufen, seines Weges, genau. Und dann war es im zweiten Geschoss, waren es noch ein oder zwei Türen, glaube ich, mit diesem Kronenschlüssel. Okay. Und sie. Ha. Ist eine tolle Falle, ey, weißt du? Es ist bloß so zum Erschreckerchen gewesen, ne? Hier kann man jetzt auch wieder, jetzt weiß ich nicht, jetzt hätte man sich eventuell, könnte ich mir vorstellen, die Reihenfolge merken müssen von dem Klavier ganz oben. Das weiß ich allerdings jetzt echt nicht mehr. Hätte ich mir vielleicht aufschreiben sollen. Es könnte vielleicht noch irgendwie Bonus bringen, das jetzt hier auf jedem Klavier zu spielen. Aber das weiß ich echt nicht mehr, die Reihenfolge. Deswegen lasse ich das jetzt auch. Also so wie das aussieht, hat man jetzt hier noch die Möglichkeiten, hinter diversen Türen eventuell diese Püppchen zu finden. Ich sag jetzt mal, wenn wir schon im ersten Stock sind und das bis jetzt auch so einigermaßen glimpflich überstanden haben, schauen wir uns vielleicht nochmal die Möglichkeit an im zweiten Stock. Ja, ja, das ist genau das, was ich sage. Da kommt jetzt wieder so ein Püppchen für uns raus. Nichts weiter, leider, oder? Ein Geheimraumpläne. Entwurf für Geheimdurchgang. Durchgang zum Geheimraum. Die Statue weist ein Kronenschloss auf. Die Statue gleitet vom Eingang zum Geheimraum weg. Kronenschlüssel nötig für den Zugang zum Geheimraum. Kronenschloss befindet sich in der Mundhöhle des Schädels. Moment. Und dieses Das ist sehr cool. Das finde ich sehr cool. Muss ich schon sagen. Also das lockert das Ganze nochmal ein bisschen auf. Wenn ich jetzt natürlich diese Statue noch finde. Habe ich die nicht schon irgendwo gefunden? Ist die nicht irgendwo? Geheimraumpläne. Lesen. Durchgang Geheimraum. Es steht nicht, welches Geschoss Eingang zum Geheimraum weg. Vom Eingang. Eingang zum Hotel? Wissen wir es? Moment. Also das finde ich jetzt sehr interessant. Also cool. Cool, auf jeden Fall. So, dann sollte jetzt noch irgendwo so ein Dingsbums rumstehen, ne? Ja, genau. Schönes kleines Gimmick. Ich habe ja gar keine, ich habe ja gar keinen Schallmodulator mehr. Was soll ich noch mit der Kartusche? Warum habe ich die vor allem vorher nicht gefunden? Oder haben wir noch einen Schallmodulator? Ist das kaputt? Schallmodulator-Kartusche. Oder kommt der wieder? Ist das Spiel doch erst zur Hälfte vorbei? Und ich finde wieder einen funktionsfähigen Schallmodulator. Oh my god. I don't think so. Was ist denn das? Eins? Wir können ins... In 1 können wir fahren.
Wir sind ja jetzt in 1 gelaufen, im Endeffekt. Aber einfach mal direkt ins... Ah, okay. Die haben mich so auf die letzte Sekunde noch bemerkt. Also jetzt fahre ich doch mal direkt ins Erdgeschoss mit dem Fahrstuhl. Dann spare ich mir natürlich die Rumlauferei im ersten Geschoss. Wenn ich jetzt ein bisschen Glück habe, dann komme ich sogar in der Nähe von dem Speicherraum raus. Dann mache ich das auch gleich mal. Psst, Thomas. Wo bin ich? Ach, guck mal. Nee. Aber wenn es jetzt blöd läuft... Wenn es jetzt blöd läuft, dann triggere ich... Ist das you, Thomas? Ja, ich... Warte mal, lass mal. Ich will erst mal was... Oder warte mal. Ich... Ist das you, Thomas? Ja, ja, ich komme gleich wieder. Ich gehe... Ich fahre erst wieder als Erste. Dumm gelaufen. Dumm gelaufen. Also ich habe jetzt Angst, dass ich da natürlich die finale Sequenz triggere, indem ich jetzt da hinlaufe. Das wollen wir jetzt so nicht. Ich möchte erstmal den Schlüssel in die Statue stecken. Okay, so, liebe Freunde. Wir wollen im Idealfall nach ganz rechts rüber. Würde jetzt bedeuten, hier wieder nach rechts. Jawohl. Durch jene Lüftungsschacht hindurch. Naja, Lüftungsschacht kann man es ja eigentlich nicht mal nennen, ne? Wenn man es genau nimmt. Ne? Das bei Alien Isolation waren Lüftungsschächte. Und da vorne, schräg gegenüber, da ist auch noch ein ordentlicher, sag ich jetzt mal. So. Hier müssen wir jetzt wieder gucken. Blub, blub. Am besten rechts rum. Ich könnte auch so. Ja, ja, ich gehe mal. Ich gehe mal links rum. Nein, ich gehe rechts rum. So. Richtig. Immer noch richtig. Okay, hey, das läuft richtig gut, ne? Es kommt mir einfach mal keiner direkt hinter einer Tür entgegen. Das läuft doch einwandfrei. Und dann sind wir auch gleich schon... Ich hätte es nicht sagen sollen, ne? Ich hätte es nicht laut aussprechen sollen. Wie gut alles läuft. Jawohl. Genau, schön weiterlaufen. Hallo! Der Kronenschlüssel. Oh ja. Und sie sind? Das ist cool. Kann man zumachen? Nee, scheiße. Kann jetzt natürlich sein, der legt mich um. Aber guckste, guckste, guckste. Da ist auch das vierte Notenblatt. Aber so ein bisschen Respekt flößt mir der Kerl auf dem Sessel. Obwohl, ist der? Der ist sediert. Notenblatt Arthur Morris. Wir haben jetzt also sämtliche... Also ich bilde mir ein, ich hätte jetzt auch nicht mit allen... mit allen Notenblättern an der Orgel spielen können. Sehen wir es einfach mal so. Also es war jetzt schon irgendwo notwendig.
das hier zu tun. Was haben wir hier? Jetzt geht's hier wieder runter. Nein. So. Na, Tür, hier. Das war noch relativ am Anfang des Spiels, diese Mine, ne? Ach, du Heilige. Wenn ich jetzt Bock hätte, ja, wenn ich jetzt... Wenn ich da jetzt Bock... Also, wenn... Und, also, habe ich aber nicht. Ja, aber wenn ich jetzt Bock hätte... Jetzt rein, Hypothek. Und noch ein Zettel. Isaacs-Tagebucheinträge zur HMS Providence. Lesen wir sofort. Also, wenn ich jetzt Bock hätte, könnte ich mir hier, glaube ich, nochmal den ganzen Weg von der Mine durch Wald und Wiesen da irgendwie über den Friedhof und keine Ahnung wie, könnte ich mich da noch durchschlagen. Ich habe keine Lust mehr. So, jetzt lesen wir mal Isaacs-Tagebucheinträge zur HMS Providence. Das ist jenes Schiff, auf welchem dieses merkwürdige Wesen transportiert wurde, wenn ich mich recht erinnere. 3. Februar 1874. In der vergangenen Nacht hat der Sturm des Jahrhunderts die Insel gebeutelt. Die Männer berichteten von einem Schiff, das sie vor der Küste gesehen haben wollen. Vater hat angeordnet, dass wir das Leuchtturmfeuer ausmachen. Die Männer haben mich informiert, dass ein Schiff an der Felsenküste im Osten von Scare Point auf Grund gelaufen ist. Kommt mir aber schon irgendwie bekannt vor. Sie sind erstaunt, ob der Größe des Kahns, auf dessen Backbordseite ein Schild mit dem Namen des Schiffes zu finden ist, HMS Providence. Meine Männer haben auf Befehl meines Vaters die Überreste des Schiffes in die Höhle unterhalb von Scare Point getragen. Wir haben geborgen, was wir konnten. Alles Wertvolle und vor allem den Inhalt des Laderaums. 11. Februar 1874. Wir haben etwas im Wrack entdeckt, verborgen im Laderaum. Etwas, was ich bisher noch nicht gesehen habe. Es ist am Leben und in einem wirklich jämmerlichen Zustand. Vater ist der Meinung, dass die Kreatur zum Glück so geschwächt ist, denn sie versucht zu singen. Beim Ausräumen des Laderaums haben einige der Männer angefangen, sich in Gegenwart dieser Kreatur seltsam zu verhalten. Der Gesang scheint selbst in dieser abgeschwächten Form eine merkwürdige Wirkung zu entfalten. Ich finde das faszinierend und muss mir Notizen dazu machen. Vater scheint besorgt zu sein. Mehr und mehr bringe ich über diese geistlose Kreatur in Erfahrung. Offenbar lockt sie mit ihrem Gesang ihre Beute an, um sie dann zu verschlingen. So überlebt sie. Vater fängt langsam an, das Potenzial dieser Kreatur zu erkennen. Was wir mit dieser tödlichen Fähigkeit alles machen könnten, wenn wir sie nur irgendwie unter Kontrolle brächten. 15. Februar 1874. Vater hat damit begonnen, die Kreatur auf Scare Point einzusetzen. Sie ist an den Leuchtturm gekettet und lockt Schiffe an. Damit können wir unsere Einnahmen aus den Schiffbrüchen erhöhen. Aber ich habe weitere Pläne, wie wir die Kraft dieses Gesangs weiter nutzen könnten. Mit der Hilfe meiner geliebten Prudence. Es wird einige Zeit in Anspruch nehmen, die Idee meinem Vater vorzustellen. Ja, die Idee meinem Vater vorzustellen und seinen Segen dafür zu erhalten. Also ich bin der Meinung, das haben wir seinerzeit schon gelesen. Also, dann frage ich mich allerdings bloß, Moment, wie bin ich damals? Ha ja, damals war hier noch irgendwie was davor. Genau. Hier haben wir jetzt gerade die Puppe geholt und hier war aber irgendwie noch Holz davor. Da kam ich nicht durch. Und wie gesagt, wenn ich jetzt so was von Lust hätte, ich guck mal, ob es theoretisch, es geht sogar, oder? Ha ja, ich kann hier wieder hoch und wieder, nein, das machen wir nicht. Um Gottes Willen, ich kann, wenn ich will, also das so gut wie komplette Spiel nochmal spielen. Einfach nochmal durchrennen, obwohl ich ja schon alles habe. Ich brauche also zumindest mal nichts mehr zu suchen. Aber das machen wir jetzt nicht. Nein, nein, nein. Keine Lust.